Ja, guten Abend allerseits. Mein Name ist Damar Loke. Ich hatte am Dienstagabend das Vergnügen, hier zu sein und einige Leute zu warnen vor dem Vortrag. Und ich fange mit der Warnung an, auch jetzt gleichzeitig. Ich weiß, dass das eigentlich keine gute Sitte ist, das zu tun, aber dennoch sage ich es, weil es einfach stimmt. Das, worüber ich sprechen werde heute Abend, ist für mich selber sehr, sehr stark Work in Progress, also sozusagen ein Zwischenergebnis von Gedanken und Untersuchungen und so weiter. Und ein sehr, sehr vorläufiges Zwischenergebnis, wo ich vermutlich im Laufe des Sprechens immer wieder auch selber bemerken werde, eigentlich habe ich überhaupt keine Ahnung mit dem, was ich gerade sage, meine oder wie man das verstehen könnte. Oder eigentlich müsste ich darüber viel mehr nochmal da nachdenken oder das viel genauer erforschen. Das ist die erste Warnung. Die zweite Warnung, es wird aller Wahrscheinlichkeit nach ein verhältnismäßig theoretischer Vortrag sein. Also ich hatte am Dienstag zu denen, die da waren, gesagt, das ist ein Vortrag für Leute, denen es nichts ausmacht oder die möglicherweise ganz gerne auch mal in Modellen denken und nicht unbedingt auf praktische Rezepte für den Alltag aus sind und auf unmittelbare Anleitungen. Das ist ein Vortrag über Modelle, nicht zuletzt deshalb, weil es mich selber immer wieder beschäftigt, eigentlich eine Frage, an die ich immer wieder herangekommen bin, in meiner Beschäftigung mit dem Buddhismus. So das, was ich über Buddhismus im Laufe der Jahre kennengelernt habe, hat mich immer ja oft unmittelbar oder zumindest durch die eigene Erfahrung sehr in praktischer Hinsicht überzeugt. Das heißt, ich finde den, habe den Buddhismus kennengelernt als, wenn man so will, ein Werkzeugkasten in vieler Hinsicht für eine sehr, sehr starke und sehr radikale Verbesserung meines Lebens. Und ich merke, dass ich die Werkzeuge längst noch nicht ausgeschöpft habe und dass da sicherlich noch ein langer Weg auch potenziell vor mir liegen kann. Und ich habe auch den Eindruck, dass das anderen ähnlich so geht. Gleichzeitig, manche Erklärungsmodelle, die der Buddhismus gewissermaßen gibt, für bestimmte Erfahrungen, die man macht, dafür, was Bewusstsein ist oder was unbewusste Prozesse sind, was heute ja auch ein Thema sein wird. Die Erklärungsmodelle sind mehr oder weniger allesamt aus einer Zeit, die, wenn man so will, jüngste Modelle liegen 1500 Jahre zurück und die ältesten ungefähr 2500 Jahre. Und damals dachte man in einer sehr anderen Sprache und mit sehr anderen Erklärungen, auf einem ganz anderen Hintergrund, wenn man so will, mit einer sehr, sehr anderen Wissenschaft, als wir das heute tun. Und ich bin persönlich davon überzeugt, dass Buddhismus, wenn er überhaupt in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur auch langfristig Fuß fassen sollte, dass Buddhismus auch lernen muss, seine Wahrheit, wenn es die denn gibt, in einer Weise auszudrücken, die mit wissenschaftlich gut begründeten Erkenntnissen nicht im Konflikt ist. Und ich glaube, da gibt es noch einen erheblichen Bedarf. Und mich interessiert die Frage, ich weiß, für manche Leute ist es absolut unwichtig. Es funktioniert doch. Warum muss ich denn wissen, weshalb es funktioniert? Und ich finde das völlig legitim. Ja, also, ich wäre froh in mancher Hinsicht, wenn ich selber diese Haltung haben könnte, weil ich finde es manchmal, sehr lästig, immer wieder auch Fragen stellen und irgendwie zu stellen und irgendwie Fragen stellen zu müssen, nach Erklärungen zu suchen in einem gewissen Wissen, dass die sowieso nie endgültig sind, sondern immer nur vorläufig, aber dass sie zumindest ein gewisses, wenn man so will, ein gewisses Niveau treffen müssen, was auch meinen sonstigen Erklärungen und den Dingen, in denen ich als Bürger einer westlichen Gesellschaft mit dem ganzen Hintergrund der westlichen Kultur orientiert bin.
Und ja, manche Leute haben an solchen Erklärungen kein Interesse. Und es kann durchaus sein, dass für diejenigen unter euch, die eigentlich an solchen Dingen nicht interessiert sind, dass dieser Vortrag entsetzlich öde und langweilig sein wird, einfach weil es ein Stück weit Theorie ist. Und ich nehme es euch nicht übel, wenn ihr irgendwann entscheidet, nee, das ist mir zu viel oder da mache ich nicht mit und dann gehe ich auch. Und ich hoffe, dass nicht alle gehen und wenn alle gehen, okay, dann ist das auch. Sagt es mir einmal mehr, wie alleine ich doch im Leben stehe. Okay. Nun, ihr wisst wahrscheinlich, dass der Titel dieses Vortrags Unbewusstes in Ost und West ist. Und man könnte sich überhaupt fragen, warum ein solches Thema in einem buddhistischen Zentrum angeboten wird, weil der Begriff des Unbewussten taucht im Buddhismus, soweit ich weiß, überhaupt nicht auf. Es gibt zwar manche Lehren, wenn man so will, und manche Erklärungen, die heute, wenn sie in den Westen übertragen werden, also manche traditionell buddhistischen Erklärungen, wo dann die Autoren oder Übersetzer sagen, vielleicht bietet sich dafür sowas wie der Begriff des Unbewussten an, für das, was hier gemeint ist. Aber nach allem, was ich weiß, gibt es den Begriff in der buddhistischen Tradition selber nicht. Allerdings gibt es schon seit den ersten Tagen, wenn man so will, des Buddhismus, seit den Tagen des Buddha selber, ein Gewahrsein dafür, dass eins der Haupterschwernisse unserer Praxis, egal ob es der Meditation ist oder ob es ethischer Praxis ist oder des Versuchs zu erkennen, wie wir selber zu unserem Leiden beitragen und des Versuchs aufzuhören, zu unserem und anderer Leiden beizutragen, dass dieser Versuch dadurch erschwert wird, dass wir oft ganz schlicht nicht mitkriegen, was uns denn eigentlich treibt und bewegt. Und was gewissermaßen unterschwellig läuft. Das heißt, irgendwo gibt es eine Vorstellung davon, dass offenbar eine ganze Menge irgendwo in dem, was wir als Menschen bezeichnen, abläuft, was nicht bewusst ist. Aber komischerweise, ohne dass ich das erklären kann, weshalb das so ist, wurde das auch im Buddhismus mit dem Begriff bezeichnet, den wir normalerweise als Bewusstsein übersetzen. Also man könnte sagen, es gibt sowas wie ein unbewusstes Bewusstsein und ein bewusstes Bewusstsein oder ein Tiefenbewusstsein und ein Oberflächenbewusstsein oder so ähnlich. Also sehr, sehr früh merkten die Schüler des Buddha und ich denke ganz besonders nach dem Hinscheiden des historischen Buddha, merkten diejenigen, die versuchten weiter im Sinne seiner Lehre zu leben und zu üben, dass es Erschwernisse gab, die nicht etwa von außen kamen, die nicht etwa von der Gesellschaft kamen oder woher auch immer, die gab es auch, sondern dass die wichtigsten Erschwernisse ganz schlicht damit zu tun haben, dass wir nicht ganz so wollen, wie wir glauben, dass wir wollen. Das gibt's auch ganz in einem ganz berühmten Spruch des Paulus im Neuen Testament, der dann häufig so übersetzt wird, das Fleisch ist willig, aber der Geist ist schwach. Ja, und mit dem Fleisch ist hier sozusagen unser Bewusstsein gemeint, sind unsere Absichten, ist das, was wir uns vornehmen. Nee, ist ja andersrum, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Aber das... Ja, okay. Nun, da ist natürlich die Frage, was war das Unbewusste, was da jetzt gerade mitgewirkt hat. Aber das lassen wir mal im Augenblick drauf. Und also in ähnlichem Sinne erkannten die frühen Buddhisten, dass es offenbar gewisse Prozesse gibt, die, wenn man so will, in der Tiefe unseres Wesens, in ganz dicken Anführungsstrichen, weil ein Wesen gibt es nicht nach Ansicht der frühen Buddhisten, in der Tiefe, wenn man so will, unseres Seins ablaufen und diese Prozesse machen es schwer, das zu tun, was wir uns eigentlich vorgenommen haben.
Und ebenfalls schon sehr, sehr früh sagten die frühen Buddhisten, es scheint, dass wir zwei ganz grundlegende Fehler machen. Der erste Fehler ist der Fehler, dass wir uns einbilden und aus sehr, sehr guten Gründen einbilden, dass es sowas wie ein Ich gibt, dass es uns tatsächlich gibt. Und die sagten, das liegt auch ganz nahe, dass man sich das einbildet, ja, weil in jeder Erfahrung, in jedem Moment fühlt sich das irgendwie an. Es fühlt sich jetzt für euch irgendwie an, da zu sitzen und zu schauen oder zu hören und einfach zu sein. Und wenn ihr darüber reflektiert oder selbst wenn ihr nicht darüber reflektiert, gibt es damit sozusagen so einen unmittelbaren Eindruck, da ist jemand, der diese Erfahrung hat, die ihr gerade habt. Braucht ihr nur einfach mal nachprüfen, wie sich das anfühlt, da zu sein. Und natürlich vielleicht sogar noch direkter, noch unmittelbarer, wenn ihr hierher schaut, dann habt ihr den Eindruck, dass ihr da jemanden sitzen seht, der bestimmte Worte sagt und so weiter. Und es widerspricht jeglicher Intuition, widerspricht jeglicher, wenn man so will, Mitteilung des eigenen unmittelbaren Erlebens. Wenn dann so Buddhisten daherkommen und sagen, ja, aber da existiert eigentlich gar niemand, der hier sitzen würde und einen Vortrag halten würde. Und der hält auch keinen Vortrag zu irgendwelchen Wesen, die da sitzen und zuhören. Das widerspricht sozusagen allen unseren Intuitionen. Und das ist reine Theorie, zunächst mal, wenn wir das hören. Vielleicht eine attraktive Theorie, vielleicht irgendetwas, was uns mystisch oder sonst wie spannend klingt. Aber unsere Erfahrung scheint uns ganz, ganz konkret und direkt etwas anderes mitzuteilen. Wir werden später noch ein bisschen genauer untersuchen, was da eigentlich passiert und auch, was der, wenn man so will, positive Sinn davon ist, dass das so ist. Ja, wenn wir diese Erfahrung nicht hätten oder wenn wir den Glauben nicht hätten, dann wäre es euch sicherlich unmöglich gewesen, hierher zu kommen. Ihr musstet euch, um hierher zu kommen, darauf verlassen, dass die Straßen euch tragen werden, dass da tatsächlich Straßen sind und so weiter. Ja? Also ihr musstet sozusagen euren naiven Realismus, unseren naiven Realismus, den wir alle haben, bestätigen. Und diese Bestätigung machen wir von einer Minute zur nächsten Minute. Und der Buddha lehrte, und dabei machen wir einen Irrtum. Oder dabei erliegen wir einem Irrtum. Wir erliegen nämlich dem Irrtum, dass wir glauben, dass etwas, was eigentlich prozesshafter Natur ist, was eigentlich auch überhaupt nicht trennbar sozusagen in bestimmte Segmente, ja, Person 1, 2, 3, 4 und so weiter ist, dass wir das trennen und glauben, dass dann die Person 1, 2, 3, 4 und so weiter tatsächlich als eigenes Wesen existiert und vor allen Dingen, dass wir glauben, dass wir selber existieren. Also wir machen einen aus buddhistischer Sicht ganz eklatanten kognitiven Fehler oder Erkenntnisfehler. Ja? Und diesen Fehler, so sagten die frühen Buddhisten schon, dieser Fehler ist uns quasi angeboren. Das ist nicht etwa etwas, was wir irgendwie erwerben, ja, sondern das ist etwas, was mit unserer Struktur als Menschen gegeben ist und was entsprechend schwer als Fehler zu durchschauen ist. Wir können uns theoretisch darüber einige Gedanken machen, aber werden immer wieder merken, dass wir erneut darauf reinfallen, doch zu glauben, dass wir und andere existieren. Und das merken wir natürlich ganz besonders dann, wenn irgendjemand irgendetwas tut, von dem wir uns genervt fühlen. In dem Augenblick sind all diese Wahrheiten, religiösen oder spirituellen Wahrheiten ganz schnell aus unserem Geist verschwunden und wir nehmen das alles ganz, ganz real. Du hast mich geärgert oder was auch immer. Das einmal. Also da gibt es diesen kognitiven oder erkenntnismäßigen Fehler, der in der buddhistischen Tradition als der Schleier der Ansichten, Nyaya Varana, bezeichnet wird. Müsst ihr nicht unbedingt merken, das Wort.
Ja, aber diejenigen, die sich vielleicht mit dem Buddhismus und der Entwicklung des Buddhismus mehr beschäftigen, würden wahrscheinlich diesem Begriff häufiger begegnen. Und das ist ein Begriff, der so im Laufe der ersten 1000 Jahre des Buddhismus sozusagen immer wieder aufgenommen wurde und immer genauer untersucht wurde. Was ist es eigentlich, was diesen Schleier ausmacht? Und natürlich, wie kann man diesen Schleier, sei es auflösen oder zerreißen oder was auch immer man mit einem Schleier macht, der ja unsere klare Sicht verhindert. Ja, wie können wir einen klaren Blick erreichen? Der zweite Fehler, sagten die frühen Buddhisten und die ganze buddhistische Tradition, ist ein eher emotionaler Fehler oder man könnte auch sagen ein eher motivationaler Fehler. Es ist nicht nur, dass wir glauben sozusagen, dass es da ein Ich und andere Wesen und ein Ich und andere Dinge gibt, sondern wir investieren auch emotional da rein. Wir wollen die haben, wir wollen die als Teil uns zum Teil unseres eigenen Lebens machen, ja, so wie wir vielleicht manchmal einen Menschen, in den wir uns verlieben, besitzen wollen, ja, oder wie wir glauben, auch wenn wir uns das einreden, dass wir das nicht glauben, unsere Kinder zu besitzen, ja, oder unser Auto zu besitzen, oder unser Haus zu besitzen, oder was es auch immer ist, unseren Status, unsere Intelligenz, oder was immer man sozusagen besitzen kann, ja, oder glaubt, besitzen zu können. Wir investieren sozusagen in uns selber und in die Dinge emotional, ketten uns an, kleben uns an und dadurch bestärken wir, und das ist jetzt eine ganz interessante Sache, dadurch bestärken wir diesen Glauben, tatsächlich selber jemand zu sein, der etwas hat oder etwas wert ist oder eine besondere Bedeutung ist. Und das zementiert natürlich auch diesen Glauben, es bestätigt uns, ja, ich bin wieder wer. Oder was auch immer, wieder wer. Das sage ich, weil ich jetzt schon so alt bin, dass ich irgendwann mich noch erinnere, es gab mal eine Wahlkampagne, in der die CDU, glaube ich, damit war, ob das lange wahrscheinlich vor der Zeit der meisten von euch, wir sind wieder wer. Ne? War für die Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwie sehr, sehr wichtig, dieses Gefühl zu haben, wir sind wieder wer. Und natürlich, dieses Gefühl, wer bin ich im Verhältnis zu dir oder dem oder jener. Ich denke, wir kennen das alle, wie wichtig das ist, wie oft wir uns vergleichen, wie oft wir uns fragen, wie sieht diese Person mich oder jene Person mich, mag sie oder er mich, mag ich oder sie oder ihn und so weiter, einander bewerten, miteinander vergleichen, sich teilweise dadurch die Dinge vergleichen, die man besitzt und so weiter, spielt eine unglaublich große Rolle in unserem Leben. Unsere ganze Wirtschaft würde nicht funktionieren, wenn wir nicht so darauf bedacht wären, unseren Status auf die eine oder andere Weise zu erhöhen und uns sozusagen durch unseren gesellschaftlichen Status zu bestätigen, dass wir tatsächlich jemand sind. Und die Buddhisten sagen, der Buddha lehrte, das ist ein Riesenfehler. Das ist ein Fehler, der Leiden verursacht. Aber, und das ist jetzt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den komischerweise auch viele Buddhisten nicht mitkriegen und der auch bei mir unheimlich lange dauerte, bis ich das also begann sozusagen zu verstehen. Die Buddhisten sagen auch, das ist einfach so und das ist nicht, wenn du so willst, dein moralisches Problem, dass das so ist. Sondern so ist es zunächst mal ganz schlicht. Das Problem entsteht erst in der Antwort, möglicherweise, die du darauf gibst. Dass wir an ein Ich glauben, dass wir an andere Personen glauben, ist keine moralische Sache, sondern es ist einfach eine Struktur, eine gewisse Art zu sein, die sozusagen mit unserem Leben gegeben ist. Da aber so vieles daran unbewusst ist, sind natürlich auch ganz viele der emotionalen Investments sozusagen, die wir in unsere Statusorientierung, in unsere Selbstorientierung mit hineinbringen, ebenfalls unbewusst. Und da gibt es nun zwischen diesen oder im Hinblick auf diese beiden Fehler, diesen kognitiven Fehler, dass wir an ein Ich und selbst glauben und Ich und eine Welt glauben und den affektiven oder emotionalen Fehler, dass wir da rein investieren,
und dass uns das alles so unbewusst gibt, da gibt es ganz spannende, interessante Parallelen zu gewissen westlichen Gedankensystemen. Gleichzeitig gibt es auch ganz erhebliche Unterschiede und andere, wenn man so will, Stoßrichtungen oder andere Orientierungen dabei. Und ich glaube, es kann uns helfen, sowohl das eine wie das andere auch ein bisschen besser zu verstehen, wenn wir uns mal anschauen, was es da so für Parallelen, aber auch Unterschiedlichkeiten gibt. Wobei ich sicherlich gleich dazu sagen sollte, manche dieser Vergleiche werden natürlich verhältnismäßig oberflächlich sein, wenn ich gleich ein bisschen über Freud und ein bisschen über Jung und ein bisschen über neuere Bewusstseinsforschung rede, dann sind das eigentlich Riesengebiete, die man selber mehr als abendfüllend behandeln könnte. Und das sind also sicherlich sehr, sehr grob gezeichnete, aber ich hoffe doch hilfreiche und zumindest stimulierende Gedanken. Ja, ein bisschen über Vorstellungen vom Unbewussten in unserer westlichen Tradition. Man könnte sagen, dass es so spätestens seit dem 19. Jahrhundert einen ausgesprochenen Boom gegeben hat, aber schon vorher gab es sehr, sehr viele Vorläufer. Wobei die Vorläufer, die Ideen darüber, wie Kräfte unser Leben, unser Denken, unser Wahrnehmen, unser Fühlen und so weiter bedingen, die nicht selber bewusster Natur sind, die wurden in der Antike besonders und in frühen Zeiten, so wie man aus heutiger Sicht sagt, nach außen projiziert. Ja? Da gab es Wesen, die in Bäumen lebten oder in Flüssen oder in den Wolken oder was auch immer, die offensichtlich unser Leben beeinflussten und gelegentlich uns auch eingaben, Einflüsterungen gaben, egal ob sie als Musen wirkten oder als, ob sie als Götter in unsere Wahrnehmung hineintraten und so weiter. Und die Menschen haben das durchaus sehr, sehr real genommen und wahrscheinlich mit diesem Glauben, dass es real diese Wesen gab, die unser eigenes Dasein bestimmen, auch gleichzeitig eine Haltung verbunden, die die Orte, an denen solche Wesen lebten, ob das nun Bäume waren oder Felsen oder Flüsse, die diese Orte mit sehr viel mehr Ehrfurcht und Sorgfalt behandelten, als wir das heute tun, wo wir Natur als ein Territorium oder als Materie, die wir verwerten können, als tote Materie, die wir verwerten können, betrachten. Und wo unser Naturbegriff auch schon derartig degeneriert ist, dass sogar Pflanzen uns eher als verwertbare Materie denn als Leben gelten. Also man könnte durchaus sagen, dass es schade ist, dass wir dieses Gewahrsein dafür, wenn ihr so wollt, den Glauben daran, dass es da tatsächlich Wesen gibt, die selber ein Bewusstsein und eine vielleicht auch Weisheit haben, dass wir diesen Glauben daran völlig verloren haben und stattdessen ihn durch eine materialistische Weltsicht ersetzt haben, wo mehr oder weniger das Einzige, was gilt, sind wir selber und die Welt, die uns zur Verfügung gestellt ist. Und es ist vielleicht nicht ganz ohne Überraschung, dass ganz starke sozusagen Gegenbewegung, die so beabsichtigte, eine Wiedergewinnung des alten Naturgefühls zu bekommen, in der Periode entstanden ist, die wir heute als Romantik bezeichnen. Ja, die Romantik ist sozusagen eine Periode, in der Natur wieder neu, zumindest von einigen Schöngeistern, Spinnern und so weiter, wie sie dann aus anderer Sicht gesehen wurden, als belebt, als von Wesen bevölkert, als von einer tieferen Bedeutung erfüllt, als erhaben, als etwas Besonderes gesehen wird. Und in der Romantik, ich glaube, es ist nicht zum ersten Mal bei Schelling, ich weiß nicht genau bei wem, wird zum ersten Mal auch der Begriff des Unbewussten eingeführt. Und interessanterweise aus dem deutschen Sprachgebrauch ging er dann auch in den englischen und in den französischen Sprachgebrauch über. Und der erste oder die ersten Philosophen, die sehr, sehr viel mit diesem Begriff
beziehungsweise mit dem, was mit dem Begriff angesprochen ist, operierten, waren insbesondere Schelling, dann Schopenhauer, wo der Wille als eine blinde, so wenn man so will, treibende Kraft sehr, sehr stark mit dem, was später als Unbewusstes bezeichnet wurde, verbunden ist, und später Nietzsche. Und die alle waren sehr einflussreich für die beiden Leute, deren Namen wir wahrscheinlich vor allen Dingen mit dem Begriff des Unbewussten verbinden, Sigmund Freud und Carl Gustav Jung, die, wie wahrscheinlich manche von euch wissen, anfangs sehr eng zusammenarbeiteten und sich dann sehr auseinanderentwickelten, wobei der eine, und jetzt wird meine Zeichnung sicherlich sehr grob, und diejenigen von euch, die mehr darüber wissen, mögen mir das verzeihen, ich mache sie bewusst etwas grob, auch im Hinblick auf das, worum es hier in dem Vortrag vor allem geht. Der eine, Freud, hatte ein sehr stark, wenn man so will, biologisch bestimmtes Menschenbild und ging davon aus, dass die Sexualität, der Sexualtrieb sozusagen die Antriebskraft schlechthin ist, aus der all unsere Energie, alle psychische Energie, die er als Libido bezeichnete, ihre Kraft gewinnt und in Gang kommt. Und der Sexualtrieb wird durch gesellschaftliche, familiäre und so weiter Einflüsse gelenkt, teilweise unterdrückt, teilweise ins Verborgene oder Unbewusste abgedrängt. Und je nachdem, wie das geschieht und wie viel Unverarbeitetes oder Unintegriertes darin versteckt ist, treibt er oder treiben die ins Unbewusste abgedrängten Kräfte ihr Unwesen und machen sich oder werden erkennbar, machen sich fühlbar in Fehlleistungen, teilweise in Träumen, ja, teilweise in allen möglichen merkwürdigen Vorstellungen und in bestimmten Krankheiten, insbesondere den Neurosen, mit denen Freud sehr, sehr viel zu tun hat. Also Freud, wenn man das so ganz, ganz grob zusammenfassen will, für Freud ist das Unbewusste im Wesentlichen ein Bereich von, wenn man so will, früheren Erfahrungen oder psychischen Prozessen, die aus dem Bewussten ausgeblendet wurden, weil sie aus irgendeinem Grunde fürs Bewusste nicht zulässig waren. Ja, sei es, weil das im Umgang mit den Eltern Riesenschwierigkeiten gebracht hätte oder weil die Gesellschaft allgemein bestimmte Dinge tabuisiert. Ja, Dinge, Gefühle, Wünsche, die wir haben und die wir als Kinder oder auch in der späteren Situation, wenn wir sie äußern, die dann zu negativen Reaktionen, zu Strafen, zu Bedrohungen oder was auch immer führen, unterdrücken wir oder, schlimmer noch, verdrängen wir, so dass sie dem Bewussten auch überhaupt nicht mehr zugänglich sind. Also das Unbewusste bei Freud, wenn man so will, ein Bereich lebensgeschichtlich erzeugter, aus dem Bewusstsein ausgeschobener, ausgedrängter Erfahrungen. Und die wichtige Aufgabe nach Freud ist es, in unserem Leben diese Erfahrungen sozusagen wieder zuzulassen, sie anzuschauen, egal ob sie durch Träume bewerkbar werden oder in der Analyse aufkommen oder wie auch immer, sie zu integrieren und auf diese Weise zu einer gesunden Individualität zu kommen, die nicht von Verdrängungen belastet ist und von all den Schattengestalten, die mit Verdrängungen verbunden sind und den Krankheiten und Schwierigkeiten. Und wir werden später sehen, dass es eine gewisse Parallele in der buddhistischen Auffassung gibt, wie denn wir selber in unserem Leben insbesondere zu dem Schleier der Emotionen, zu dem Schleier der getrübten Emotionen, den hatte ich gar nicht mit seinem buddhistischen Namen versehen, dem Kleshavarana, wie wir diesen Schleier sozusagen verstärken. Ja, wie in unserem Leben von der Geburt sozusagen bis wohin auch immer, bestimmte Dinge passieren,
durch die wir auch unsere emotionale, in unserem emotionalen Fehler verstärken. Da gibt es einige deutliche Parallelen auch zur Freud'schen Psychoanalyse. Jung, der anfangs mit Freud zusammengearbeitet hatte, bemerkte, dass ihm einfach die Sichtweise von Freud viel zu eng war. Für Jung war nicht nur der Sexualinstinkt, sondern überhaupt alle Instinkte und möglicherweise sogar noch mehr, gewissermaßen waren grundlegende Trieb- und Bewegungskräfte im menschlichen Leben, die alle sich auf unterschiedliche Weise äußern konnten. Und er gestand durchaus zu und schloss das in seinen Begriff des persönlichen Unbewussten ein, dass es selbstverständlich Situationen gibt, wo wir aufgrund elterlicher Einflüsse etwa gezwungen werden, Dinge abzudrängen, Dinge zu verdrängen, die wir nicht mehr wahrhaben können. Ja, wenn ich meinetwegen als kleiner Junge ein Schwesterchen oder ein Bruder wird geboren, dann ist es natürlich, ja, für den bisherigen Kronprinzen, dass er nicht begeistert ist, dass da plötzlich ein Nebenbuhler aufgetreten ist. Ja, das ist eine ziemlich natürliche Erfahrung, auf die die meisten kleinen Kinder damit antworten werden, dass sie, nun, ob sie das zeigen können oder nicht, dieses Schwesterchen oder den Bruder nicht gerade so lieben. Aber die Eltern mögen einem natürlich einreden, ja, selbstverständlich liebst du dein Schwesterchen, selbstverständlich liebst du dein Brüderchen und so weiter. Und je nachdem, wie stark der Druck ist und je nachdem, wie hoch die Strafandrohung ist, die dieses kleine Kind erfährt mit seinem unerwünschten oder unakzeptierten Wunsch, hat es unterm Strich nur die Möglichkeit, sich selber einzureden, dass es diesen Wunsch nicht hat. Das ist die einzige Überlebensmöglichkeit, den Wunsch aus dem Bewussten auszudrängen und zu verdrängen. Und Jung sah dies durchaus, aber er sagte, es gibt noch viel, viel mehr. Die Psyche, die gesamte Psyche, sagte er, und er sprach da in diesem Zusammenhang insbesondere prägte einen Begriff, den er das kollektive Unbewusste nannte. Die Psyche aller Menschen ist gekennzeichnet sozusagen oder ist ein riesiges Reservoir von Möglichkeiten des Erlebens, von Möglichkeiten der Erfahrung, von Möglichkeiten zukünftigen Seins. Und dieses Reservoir zeigt sich in unterschiedlichster Form, ganz unabhängig davon, ob es bestimmte unterdrückte oder verdrängte oder andere Impulse gibt. Das ist ein kreatives Reservoir, wenn man so will, von Möglichkeiten, die sich als Realisierungsmöglichkeiten anbieten. Sei es durch Träume, sei es durch Geschichten, sei es auf andere Weise. Ja? Und die potenziell sogar uns aufzeigen kann, uns helfen kann zu erkennen, was für uns der geeignete nächste Schritt ist, wie wir als Menschen wachsen können, wie wir das, was Jung als Individuationsprozess bezeichnete, weiterführen können, auf eine höhere Stufe bringen können. Jung sprach von diesem Reservoir als, wenn man so will, einem Speicher oder Sammelbecken von Archetypen, ja, mit denen er nicht etwa konkrete Bilder meinte oder konkrete Personen meinte, wie Leute das oft missverstehen, sondern eher die, wenn man so will, idealen Formen, die sich in Form zum Beispiel eines Bildes, wie des Bildes einer alten Hexe oder eines alten Zauberers oder eines jugendlichen Helden oder ich weiß nicht was, zeigen können, aber ganz unterschiedlich zeigen, je nachdem, in was für einer Kultur, je nachdem, in was für einer Gesellschaft wir aufgewachsen sind. Ja? Und nach Jung sind die Archetypen, oder gibt es bestimmte Archetypen, die ganz besonders wichtig und hilfreich sein können für den Weg der persönlichen Entwicklung, der für Jung durchaus auch ein Weg der spirituellen Entwicklung war. Ja, also hier ist die Psyche das kollektive Unbewusste im Jungschen Sinne, wenn man so will, eine sehr viel tiefere Schicht und eine viel weniger persönliche Schicht als das Unbewusste im Freud'schen Sinne. Und auch diese tiefere Schicht oder zumindest Parallelen zu dieser tieferen Schicht oder umfassenderen Schicht gibt es in der buddhistischen Tradition auch. Aber
Eher im Sinne von Überschneidung. Es gibt nichts, was wirklich genau deckungsgleich ist. Und da ist sicherlich noch ein ganz interessantes Forschungsgebiet, um zu sehen, was können möglicherweise dort auch die verschiedenen Traditionen voneinander lernen. Gibt es hier und dort wichtige Erfahrungen, die vielleicht in der einen oder anderen Tradition nicht genügend Eingang gefunden haben? Okay. Nun, wieder schwenkt zurück zum Buddhismus. Das Prozesse, die wir aus heutiger Sicht als unbewusste Prozesse bezeichnen würden, dass die eine erhebliche Rolle in unserem Leben und Erleben und auch in unserer spirituellen Praxis spielen, war den frühen Buddhisten schon sehr rasch bewusst. Wir hatten aber ein Riesenproblem, auf das ich nicht im Einzelnen eingehen will, wie sie das nämlich denken sollten. Wie sollte das möglich sein? Weil der Buddha hatte eine Sache gelehrt, dass sozusagen sämtliche Erfahrungen, sämtliche Wahrnehmung sozusagen nur von einer momentanen Natur sind. Das heißt, die sind sozusagen nur einen winzig kurzen Augenblick lang vorhanden. Kommen, sind blitzartig, ja, also spätere Theorien sprachen da nicht in unseren Rechenbegriffen von Tausendstelteilen von Sekunden, sind sozusagen blitzartig in Erscheinung und vergehen wieder. So dass die Erfahrung sozusagen, oder wenn man so will, der Bewusstseinsprozess kleingestückelt war in ganz, ganz viele winzige, mikroskopisch kleine, aneinandergereiht Perlen, von denen irgendwie die eine Perle die nächste Perle anstößt und die stößt die nächste an, die stößt die nächste an und die stößt die nächste an. Und die frühen buddhistischen Theoretiker, ich vermute, dass das irgendwie so Leute waren, denen es so ähnlich wie mir ging, die sozusagen nicht nur praktizieren wollten, sondern auch verstehen wollten, was da eigentlich passiert, die hatten sich irgendwie ziemlich verrannt, indem sie an den Punkt gekommen waren, dass sie also nur sozusagen diese momentanen Ereignisse da hatten und dass sie gleichzeitig zu der Auffassung gekommen waren, dass wenn du in einer heilsamen Geistesverfassung bist, eine heilsame Geistesverfassung ist zum Beispiel eine Haltung von Großzügigkeit oder von Freundlichkeit oder von Aufmerksamkeit, dann kann gleichzeitig keine unheilsame Verfassung da sein. Es wirft natürlich eine Frage auf, wenn die nicht da ist, aber dann danach wiederkommt, woher kommt die denn dann? Weil sie sagten auch, aus einer heilsamen Verfassung kann nur eine heilsame Verfassung entstehen. Es kann nicht das Gegenteil daraus entstehen. Aber es war eine offensichtliche Erfahrungstatsache, dass man in einer wunderschönen, sehr zufriedenen, sehr wachen, sehr offenen, freundlichen, anteilnehmenden Verfassung sein konnte und dass es sogar möglich war, auf einem Meditationsretreat, ja, tolle Erfahrungen zu haben, sich danach, na gut, das taten die frühen Buddhisten nicht, aber das tun wir heute, also ein kleine Zeitreise, die sich danach ins Auto setzen konnte und sich maßlos darüber ärgern, dass man von jemand anderem überholt und geschnitten wurde. Ja, also wie ist denn das möglich, dass man von einer so guten oder so positiven Erfahrung so schnell ins Gegenteil umschlagen kann. Und ich denke, wir kennen alle wahrscheinlich solche Prozesse, wo das möglich ist. Die hatten gewissermaßen Erklärungsmodelle entwickelt, die das ja irgendwo nicht möglich machten. Und war die Frage, ja, wo sind denn sozusagen die, wenn man so will, die negativen Tendenzen oder die negativen Möglichkeiten, die sich offenbar wieder bestätigen und von denen man ja auch erkennen kann, oh ja, diese Art von
Ärger über andere Personen, das erlebe ich nicht heute zum ersten Mal, sondern das habe ich schon damals erlebt und damals auch. Offenbar habe ich eine gewisse Neigung, mich über bestimmte Dinge zu ärgern oder bestimmte Dinge oder bestimmte Personen zu begehren und so weiter. Da scheint es, wenn man so will, etwas Typisches oder etwas Persönliches, etwas, was mit meinem Charakter zu tun hat oder mit mir als einer kontinuierlichen Person zu tun hat, zu geben. Aber der Buddha hat doch gelehrt, es gibt gar keine kontinuierlichen Personen. Das ist ein echtes Problem. Ja? Wir haben da heute, wenn man so will, eine Reihe von Möglichkeiten, sowas zu denken, die vor 1500 und vor 2500 Jahren einfach überhaupt nicht zur Verfügung standen. Und wenn wir uns so heute mit manchen buddhistischen Auffassungen beschäftigen, ist es eigentlich wichtig, immer wieder zu sehen, ja, was versuchen die, welche Erfahrung versuchen die zu beschreiben? Und die Erfahrungen kennen wir oft auch. Und wie versuchen sie, diese Erfahrung zu erklären? Und dann müssen wir sagen, diese Erklärung für damalige Zeit ziemlich gut, ja, aber so kann das nicht funktionieren. Zumindest aus heutigem Wissen nicht. Ja? Also, das Problem stellte sich für die frühen Buddhisten, für diejenigen, die über solche Dinge nachdachten, besonders im Hinblick auf zwei Meditationserfahrungen, zwei sehr, sehr hohe Meditationserfahrungen. Aber offensichtlich war das für die so relevant, dass man davon ausgehen muss, dass es genügend Leute gab, die tatsächlich diese hohen Meditationserfahrungen erlebten, so dass es überhaupt ein Problem werden konnte. Es war also nicht ein einfach theoretisches Problem. Und zwar gibt es Erfahrungen in der Meditation, wo auch dieses, wenn man so will, Grundgefühl, dass das meine Erfahrung ist, dass da jemand ist, der das erlebt. Ja? Und ich meine jetzt nicht den Gedanken daran, sondern ich meine sozusagen diese Grundgefühlsqualität, dass das die Erfahrung von jemand ist. Diese Qualität ist in jeder unserer Erfahrungen vorhanden. Ja? Aber es gibt zwei Meditationsstufen, in der diese Erfahrung nicht mehr vorhanden ist. Und dennoch sind diese Meditationsstufen keine Erfahrungen von Erleuchtung. Ja, man kommt aus diesen Meditationsstufen wieder raus und das Ich sozusagen kommt wieder rein. Ja, das hat sich, wenn man so will, zeitweise ganz verabschiedet, also auch im feinsten Erleben verabschiedet. Es gibt keine Wahrnehmung mehr und auch keine Nichtwahrnehmung. Es gibt kein Empfinden und irgendwas in der Richtung mehr. Das ist ja, nicht völlig. Es ist zeitweise völlig erloschen. Es gibt einfach reines Gewahrsein, ohne jegliche Spaltung von jemandem, der da erlebt und etwas, was erfahren wird. Wir sprechen heutzutage sehr, sehr häufig von reinem Gewahrsein und viele Leute glauben, dass sie das erlebt haben. Die meisten Leute machen sich unglaublich was vor. Die schauen einfach nicht genau genug hin, um zu sehen, dass da in der Tat sozusagen in ihrem Erleben selber das Gefühl der Meinigkeit, sozusagen, dass es mein Erleben ist, vorhanden ist. Und die würden wahrscheinlich in eine fürchterliche Panik geraten, wenn dieses Gefühl plötzlich verschwinden würde. Wir bilden uns da oft etwas ein, weil es teilweise als schick gilt. Aber die frühen Buddhisten wussten von diesen wirklich sehr hohen Stufen. Das sind Stufen der Meditation, in denen man wirklich stundenlang, ja, ohne jegliche Ablenkung, ohne die geringste Unterbrechung sitzt, unter Umständen sogar tagelang, keine Nahrung braucht und so weiter. Ja, und ich vermute, dass sehr, sehr, sehr wenige Menschen heutzutage das erlebt haben. Aber wo ist denn dann das Ich, das doch danach wieder zurückkommt, das dann wieder da ist, ja, und unter Umständen ziemlich massiv wieder da ist? Und das versuchten die sich verständlich zu machen und entwickelten ein Modell, so das hatte viele, wenn man so will, eine lange Vorgeschichte, das Modell. Und dieses Modell ist mit
einer bestimmten Schule, mit einer bestimmten buddhistischen Schule verbunden, die Yogacara heißt. Yogacara, das sind die, die sozusagen den Yoga praktizieren. Aber nicht den Yoga, an den wir wahrscheinlich normalerweise denken, als ein System bestimmter vom Körper ausgehender Übungen, wie es also in verschiedenen Yoga-Systemen heute angeboten wird, sondern Yoga heißt hier Meditation. Das Modell des Yogacara ist von Meditierern entwickelt worden, von Meditierern, die versuchten zu verstehen, was denn da eigentlich passiert. Und ich will etwas darüber zeigen und veranschaulichen. Ich habe hier so eine kleine Chart vorbereitet, die wahrscheinlich erstmal nichts sagt. Wir alle kennen diesen Bereich ganz gut, das sind unsere fünf Sinne. Die fünf äußeren Körpersinne, sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen, also tasten. Sind das schon fünf gewesen? Nee, ich glaube ja, ne? Keinen ausgelassen. Die fünf Körpersinne und sozusagen dahinter, aber damit verbunden, das Denkbewusstsein. Also hier wird von den Sinnesbewusstseins und dem Denkbewusstsein gesprochen. Und unser Denkbewusstsein, das ist eine sehr, sehr frühe Analyse im buddhistischen Kontext. Unser Denkbewusstsein zeichnet sich dadurch aus, dass auf der einen Seite auf unsere Sinne ausgerichtet ist und sozusagen dem, was wir sinnlich erfahren, Namen gibt. Ja? Da sehe ich irgendwie was Grünes und was Helles und was Rötliches und sozusagen, das sind alle möglichen Seeeindrücke und plötzlich kommt ein Name, Karin oder was auch immer. Ja? 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 Bitte? War super, ja, klasse. Ja? Ist natürlich nicht ganz so, ja? Aber unser Denken, wenn man so will, bezieht sich auf der einen Seite auf die Sinneseindrücke und erkennt die, gibt den Namen, macht sich auch darüber alle möglichen Gedanken und so weiter, hat aber auch seine eigenen Objekte. Es bezieht sich auch auf die Gedanken selber. Wir denken über unsere Gedanken. Ja? Also ich sage meinetwegen oder erkenne ja, Karin oder Stuhl oder ich weiß nicht was und dann kommt der nächste Gedanke und der nächste Gedanke und das kann unter Umständen ausufern, in alle möglichen Theorien sich entwickeln und sehr, sehr weit führen und ich konstruiere mir eine ganze Welt. Ja, das Denkbewusstsein ist es sehr, sehr stark, dass aus den rohen Sinnesdaten, wenn man so will, Dinge schafft. Ja, und das ist natürlich, zumindest aus buddhistischer Sicht, ein auf der einen Seite notwendige Sache, weil wir können unser Leben nicht machen, ohne das zu tun. Und eine problematische Sache, weil wir daran glauben, dass die Dinge tatsächlich so existieren als Getrennte, obwohl sie das eigentlich nicht tun. Das hat einen Namen, den müsst ihr euch nicht merken. Ja, ich schreibe den nur hier hin. Mano Vijnana. Was die frühen Buddhisten, von denen ich sprach, aber eigentlich ja interessierte, war gar nicht dieses permanent in Erscheinung tretende und wieder vergehende, sondern sozusagen irgendwo ein, wenn man so will, Verständnis für die unterliegenden Prozesse, für den Strom darunter zu bekommen. Ja? Und so konzipierten die etwas, also, wenn man so will, entwickelten sie eine Hypothese, es muss da irgendetwas geben, was sich sozusagen ständig erneuert und wieder fortsetzt und was aus der Vergangenheit, aus unserem vergangenen Erleben, gewissermaßen die Spuren, die Relikte, die Ablagerung unserer früheren Erfahrung weiterträgt, verarbeitet, verwandelt und wieder ins Bewusstsein reinspielt. Und der Name, der dafür gegeben wurde, ist Alaya Vijnana, das heißt Speicherbewusstsein. Ja? Alaya ist Speicher, Wohnstadt oder was auch immer. Ja, also sozusagen etwas, so stellten sich die früheren Buddhisten davor, so ähnlich wie, wenn man so will, der freudsche Begriff des Unbewussten, der ja auch irgendwie
so klingt, als ob es da einen Bereich gibt, ja, ein Gefäß, wenn man so will, worin die ehemals bewussten Erfahrungen verdrängt werden. Ja, die ganze Sprache, die Freud dazu benutzt, ist eine räumliche Sprache. Ja, da wird etwas so verdrängt, reingeschoben und es kommt wieder daraus vor. Und das erweckt natürlich gleich in uns irgendwo den Eindruck, ja, irgendwo muss dieses Unbewusste irgendwo in mir sitzen oder so. Ja, so hat der Freud das nicht gemeint. Das ist teilweise unsere Sprache, dass sie uns fast zwingt, sowas anzunehmen. Und so ähnlich ist das hier. Die frühen Buddhisten sagen, das ist nicht wirklich ein Gefäß, das ist nicht wirklich ein Speicher. Da gibt es nicht wirklich einen Bereich sozusagen, sondern es ist eine Metapher, es ist ein Bild, um zu verdeutlichen, dass es in unserer Erfahrung auch irgendetwas gibt, was mit der Vergangenheit und mit früheren Erfahrungen und insbesondere mit unseren karmischen Prozessen uns verbindet. Das heißt, mit dem, was wir willentlich in der Vergangenheit getan haben und was eine Rückwirkung sozusagen auf unser Bewusstsein hat. Hier gibt es noch einen anderen Bereich, über den ich später etwas mehr sagen werde. Das ist Manas, den erwähne ich aber im Augenblick nur. Dieser Bereich ist aber ganz, ganz zentral und ganz wichtig. Nur die frühen Buddhisten sagten, oder die Yogacharins sagten, das Alaya Vijnana ist sozusagen der Bereich unserer Psyche, der Bereich unseres Erlebens oder unseres Bewusstseins, in dem Relikte aus unserer Vergangenheit sind. Und sie stellten sich, und das wie alle Buddhisten, die Vergangenheit nicht nur als unsere lebensgeschichtliche Vergangenheit von Geburt bis jetzt vor, sondern sagten, das geht viel, viel weiter zurück. Ja, so in der gesamten buddhistischen Tradition ist die Auffassung oder Überzeugung, dass wir nicht nur einmal leben, obwohl also wir nur einmal leben, das ist ja problematisch ausgedrückt, aber, sondern dass es eine Kontinuität sozusagen zwischen dem, was jeder von uns jetzt ist und Existenzen, die weit, weit zurückliegen gibt. Und dass wir in dem, was wir jetzt erleben, das ist sozusagen der Kern oder das, was sozusagen pragmatisch daran wichtig ist, dass in dem, was ich heute erlebe, teilweise ich Früchte gewissermaßen ernte von einem Vorgängerwesen, könnte man sagen, ja, dessen Erbe ich bin. Und manche dieser Früchte, die sich zeigen können als gewisse Tendenzen, als gewisse Neigungen, als gewisse Befürchtungen, können angenehm sein und manche können unangenehm sein, bitter oder süß, je nachdem. Ja? Nun, diese Idee ist wahrscheinlich für viele von uns ziemlich fremd. Ich meine, wir haben sie alle schon mal gehört. Das ist der Wiedergeburtsgedanke oder der Gedanke des Wiederwerdens. Und manche von euch werden das vielleicht ganz leicht annehmen können und sagen, ja, selbstverständlich glaube ich sozusagen, dass da eine lange Kette von Existenzen ist. Für andere wird das wahrscheinlich eher sehr befremdlich sein und hey, halt mal und weiß ich nicht und wie dem auch sei. Ja? Nehmen wir im Augenblick nur einfach hin sozusagen, dass für die frühen Buddhisten dieses Alaya Vijnana gewissermaßen so die Speicherstätte auch für Erfahrungen, die unter Umständen Millionen von Lebzeiten zurückgingen, ist. Erfahrungen, Tendenzen, wenn man so will, Impulse, Kräfte, die es in diesem Bereich gibt und die, wenn von außen über die Sinne oder über das Denken geeignete Eindrücke, geeignete Erfahrungen kommen, dann werden die sozusagen wach, dann springen die darauf an. Ja, also sowas wie latente Bereitschaften, in Gang zu kommen, wenn von außen was kommt. So wie wir das selber zumindest im Alltäglichen erleben können, ja, wir erleben es, denke ich, insbesondere so in unseren Beziehungen oder mit vertrauten Menschen. Ja, mein Partner oder meine Partnerin hebt die Augenbraue auf eine bestimmte Weise und jetzt kommt das wieder. Ja, geht dann möglicherweise in mir vor oder so. Ja, also einfach ein Trigger, ja, setzt sozusagen eine Reaktionsbereitschaft und damit auch ein ganz bestimmtes Gefühl und eine Erfahrung, sei es von Ärger oder was auch immer, in Gang.
ja, die aber eigentlich gar nichts mit der Augenbrauenhebung der anderen Person zu tun hat, sondern sozusagen mit einer inneren Bereitschaft, ja, auf äußere Reize in einer gewissen Weise zu reagieren. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich hier bin. Ich habe noch eine Frage. Ja, gute Gelegenheit. Die Analogien, ja. Die Analogien von dem Jungschen Archetyp und dem Jungschen kollektiven Unterbewusstsein, könnte man ja sagen, das ist das, was so das Karma ausmacht. Also das, was so weit zurückreicht. Also nach Jung wäre das ja praktisch die Manifestation aus der Evolution, die dann in unserem Unterbewusstsein Spuren hinterlassen hat. Was weiß ich, dass wir eben immer einen Helden haben, weil wir Helden brauchen für unsere Gesellschaft oder sonst was. Ich würde sagen, jein. Ich würde sagen, jein. Weil das Karma, wenn man so will, eine persönliche Kontinuität beinhaltet. In gewisser Weise haben wir ähnliches Karma, aber wir haben nicht dasselbe Karma. Ja? Für Jung, das kollektive Bewusstsein ist sozusagen etwas, was alle Menschen, qua Menschen, als Menschen sozusagen haben. Ja? Die buddhistische Auffassung, und von daher würde ich sagen, ja, da gibt es eine Parallele, aber es ist nicht das Gleiche, die kommt sozusagen zu einem ähnlichen Ergebnis aus einer ganz anderen Richtung. Sie sagt nicht, wir sind alle ähnlich, weil wir Menschen sind, sondern die sagt, unsere Vorläuferwesen haben alle ähnliche Dinge getan und deshalb sind sie Menschen geworden. Ja? Deshalb haben wir ein ähnliches, aber individuelles Karma. Der Begriff des kollektiven Karma ist zumindest der frühen buddhistischen Tradition völlig fremd. Ja, es gibt in dem späteren Buddhismus, also in manchen tibetischen Traditionen und dann besonders im chinesischen Buddhismus, gibt es durchaus Auffassungen von kollektiven Karma, die aber wiederum von manchen Schulen als äußerst problematisch angesehen werden. Ja, also von daher, da gibt es Ähnlichkeiten, zweifellos, aber ich würde vorsichtig sein zu sagen, dass die das Gleiche meinen. Ja, das ging, glaube ich, zu weit. Da würde man weder Jung gerecht noch den buddhistischen Auffassungen. Aber ich finde es eine interessante Parallelen auf jeden Fall. Was vielleicht ganz hilfreich ist, wenn man sich das Ganze so vorstellt wie einen Fluss, der ein unheimlich großer Fluss, ein langer Fluss, ja, der durch ein Flussbett gewissermaßen fließt oder strömt. Und mal stärkere, mal weniger starke Wellen hat. Auf der einen Seite gibt es das Flussbett selber, was sich natürlich allmählich, aber relativ langsam verändert. Das ist über lange, lange Zeiten von diesem immer wieder strömenden Wasser gegraben worden und mit jedem weiter strömenden Wasser verändert es sich minimal. Auf der einen Seite sinken manchmal aus dem Fluss Dinge nach unten oder vielleicht von einem Berg oder sonst wo rollt ein Felsen in den Fluss hinein und findet irgendwo seinen Platz und wird ganz, ganz allmählich von der Strömung, die nun permanent über ihn hinwegfließt, abgetragen und verändert, mal ein bisschen weiter gerollt und so weiter. So dieses Bild, wenn man so will, über das, wie das Flussbett sich verändert und wieder hin und wieder mal Dinge liegen bleiben, aber auch wieder aufkommen, wäre gewissermaßen das, was mit dem Alaya-Vijnana, dem Speicherbewusstsein, angedeutet ist. Ja? Auf der anderen Seite die Wellen, die vielen Ereignisse an der Oberfläche, die natürlich irgendwie in die Tiefe wirken, dass da mal was reinspritzt und nach unten kommt und so weiter, ist das, was auf der Ebene des Sinnesgewahrseins, ja, und des Denkbewusstseins geschieht. Und das werden wir, oh Gott, muss ich sehen auf die Zeit. Wenn die Zeit dazu reicht, werden wir sehen, dass die eigentliche Praxis letztlich vor allen Dingen auf dieser Ebene geschieht. Ja? Das ist unbewusst. Und da gibt es jetzt wieder interessante, wenn man so will,
Herausforderungen, etwa sowohl aus der Freudschen wie auch aus der Jungschen Theorie, gibt es denn nicht doch Ansätze, wie man sozusagen auch direkt dorthin stoßen könnte und die, wenn man so will, die Ablagerungen im Unbewussten oder im Ala, ja, ans Licht heben könnte. Ja? Die traditionellen Buddhisten sagen, nee, das ist unbewusst, es wird nur bewusst an den Manifestationen, an den Erscheinungen, die es auf der Ebene, wenn man so will, unseres alltäglichen Erlebens hat. Ja, wo ich halt merke, dass ich manchmal heftig reagiere oder dass ich bestimmte Sehnsüchte habe oder ein bestimmtes Selbstbild habe und so weiter. Also auf der Ebene meines alltäglichen Wahrnehmens und Denkens wird immer wieder deutlich, dass ich sozusagen mehr in die unmittelbare Erfahrung hineinlege, als eigentlich angemessen ist. Was heißt, dass da offenbar etwas aus meine tieferen Schichten mit reinspielt. Und wenn ich mir das bewusst mache, kann ich indirekt sozusagen darauf schließen, offenbar habe ich eine gewisse Neigung, ja, dazu, schnell Schuldgefühle zu entwickeln. Oder mich kleiner zu machen oder größer zu machen, als es angemessen wäre, ja? Oder ein bestimmtes Selbstbild zu projizieren, ja? Ich reagiere besonders heikel, wenn ich meinetwegen jemanden begegne, der größer ist, als ich und der auf mich runterguckt. Oder was es auch sein mag. Das ist vielleicht ein etwas doofes Beispiel, aber, ja, macht ja nichts. Ja? Also, wir erleben an uns selber in unserem Alltag bestimmte Tendenzen, die wir irgendwo immer wieder erkennen. Und diese Tendenzen, statt zu sagen, ja, du hast wieder so blöde reagiert, dann ist das ja auch kein Wunder, dass ich das so erlebe. Wenn wir dafür selber die Verantwortung übernehmen, dann merken wir, Moment mal, da ist offenbar in mir etwas, ja, und wie kann ich damit umgehen? Nun, ein besonders spannender Bereich ist dieser mittlere Bereich Manas. Der ist spannend. Hier findet, wenn man so will, dieser kognitive Fehler, den ich anfangs beschrieb, statt, dass wir glauben, weil da immer wieder so bestimmte Prozesse stattfinden und weil wir immer wieder das Gefühl haben, dass wir da etwas erleben, dass wir beginnen zu glauben, dass es tatsächlich sowas wie ein Ich gibt. Was wir eigentlich, wenn wir genau hinschauen, erleben, ist immer nur eine momentane Erfahrung. Ja? Aber damit jeder unserer Erfahrungen irgendwo gefühlsmäßig, das fühlt sich irgendwie an, ja? Und es fühlt sich so an, als ob jemand diese Erfahrung habe, da das mit der Erfahrung verbunden ist, bilden wir uns ein, dass es da tatsächlich ein Ich gibt oder ein Selbst gibt. Das heißt, des Manas sozusagen wendet sich dem Alaya zu, so sagen die frühen Buddhisten, ja, und erkennt im Alaya das Selbst. Das bin ich eigentlich. Ja, das ist mein Selbst, das ist mein Atman, der Begriff wurde da benutzt. Ja, und der Buddha, wie vielleicht manche von euch wissen, lehrte Anatta oder Anatman, nicht Selbst. Der Atman wird häufig als Selbst übersetzt. Aber des Manas glaubt, dass es da ein Selbst gibt und es wendet sich diesen Erfahrungen zu und sagt, da gibt es nicht nur ein Selbst, sondern da gibt es auch eine Welt von Dingen, eine Welt von Personen, eine Welt von fixen Ideen und so weiter. Und die frühen Buddhisten sagen, das ist angeboren. Mensch zu sein heißt, das zu tun. Aber, obwohl das selber nicht problematisch ist, hat es ungeheuer unangenehme Folgen, weil all unser Leiden, so sagen die frühen Buddhisten, kommt genau aus diesem Glauben heraus, dass wir uns zu einem festen Selbst machen, ja, und dass wir die Welt selber zu einer Welt erstarrter Dinge und erstarrter Personen machen. Nun, an diesem Punkt finde ich, und ich hoffe, dass ihr das noch mitziehen könnt, wird die neuere Bewusstseinsforschung total interessant, weil die gibt für das, was hier
wahrscheinlich, also auch, ich denke mal, Moment mal, wo kommt das Manas überhaupt her? Ja? Und wie soll denn das funktionieren? Das klingt irgendwo, wo sollte das alles sein? Nicht so wahnsinnig überzeugend, zumindest für mich nicht überzeugend. Ja? Und die neuere Bewusstseinsforschung, zumindest manche Richtungen der neuen Bewusstseinsforschung, sind mit der buddhistischen Tradition völlig einig. Ja? Das ist so ein sehr bekannter, sowohl Philosoph wie auch, wenn man so will, empirisch orientierter Bewusstseinstheoretiker, ein Deutscher namens Thomas Metzinger, sagt in einem seiner zentralen Bücher, es hat niemals ein Selbst gegeben, ja? Es wird niemals ein Selbst geben, aber es gibt Menschen, die sich geradezu zwangsläufig einbilden, dass sie ein Selbst sind. Und er versucht das zu erklären. Ja? Er versucht sozusagen zu erklären in etwas, was er mit einem etwas bombastischen Begriff die Selbstmodelltheorie der Subjektivität nennt. Er versucht zu erklären, wie kommt es denn eigentlich dazu, dass wir uns zwangsläufig als Selbst erleben. Und im Grunde, also er gibt relativ viele Argumente, sein Hauptargument ist das folgende Argument. Und das würden, denke ich, würde aus buddhistischer Sicht völlig unterschrieben werden. Er sagt, in unserer Wahrnehmung ist eigentlich etwas sehr, sehr Eigenartiges. Wir erleben etwas, egal ob ich etwas sehe, ja. Vielleicht ist das Sehen ein besonders gutes Beispiel, ja. Wir sehen möglicherweise die Buddha-Gestalt hier, ja, diese Figur dort. Oder wir sehen eigentlich Gold, wir sehen gewisse Formen, wir sehen also keinen Buddha. Also der Buddha, den wir da sehen, ist schon ein Gedanke, den wir daraus machen und einen Namen, den wir dem geben. Ja, wir haben eigentlich nur unmittelbare Seheindrücke, aber diese Eindrücke sind ganz direkt. Der Inhalt, den wir da erleben, erscheint so real, dass wir eigentlich nicht überzeugend sagen könnten, da ist gar nichts oder so. Und das sagt der Buddhismus auch nicht, dass da nichts wäre. Aber was wir nicht mitkriegen, ist, dass eigentlich, was immer da tatsächlich ist, auf eine sehr, sehr komplizierte Weise in unserem Gehirn und in unserer inneren Repräsentation übersetzt wird, sodass eigentlich ein inneres Bild von uns erscheint, das, von dem wir glauben, dass es dort sei. Wir kriegen nicht mit, dass der Prozess selber des Wahrnehmens immer eine Konstruktion ist. Diese Konstruktion ist uns verborgen. Das heißt, der Wahrnehmungsprozess selber ist uns verborgen. Und wir können auch mit keiner Introspektion, mit keiner Innenschau direkt darauf kommen. Ich kann natürlich meine Aufmerksamkeit jetzt meinetwegen auf die Empfindungen, auf die körperlichen Empfindungen oder auf die Helligkeit des Lichtes oder was auch immer richten. Und dennoch wird wieder, während ich das tue, ein Teil, ja sozusagen der Prozess selber, mit dem ich das tue, ausgeblendet sein. Es gibt einen permanenten blinden Fleck in unserem Erleben. Dadurch erscheint aber das, was wir erleben, der Inhalt, als ungeheuer real, als präsent, als da, als vorhanden. Und die heutige Bewusstseinsforschung sagt, das ist auch absolut nötig. Wenn das nicht der Fall wäre, wenn wir sozusagen permanent auch den Prozess in seinen Einzelheiten mitkriegen würden, dann wären wir mit Informationen derartig überfordert, dass unser Computer, egal ob wir das Gehirn oder sonst wo nennen, total zusammenbrechen würde. Das würde überhaupt nicht gehen und es gäbe auch überhaupt keine Möglichkeit für uns in irgendeiner Weise uns so zu orientieren, dass wir unser Überleben sichern könnten. Das heißt, evolutionsmäßig gesehen, zum Überleben, ist das eine absolut geniale Erfindung,
Ja, dass wir sozusagen etwas, die Welt, uns selber, andere Personen und so weiter, als real und vorhanden und als so und nicht anders erleben. Nur, es ist nicht wahr. So ist es nicht. Aber es reicht zum Überleben. Ja, es ist sozusagen, es ist eine Täuschung, die nicht schlimm genug ist, dass wir nicht überleben könnten, ja, aber falsch genug, ja, um leider aus buddhistischer Sicht zu Leiden zu führen. Ja, weil wir beginnen, darin zu investieren, in diese Überzeugungen, ja, dass es da uns selber gibt und dass es andere gibt. Und dann beginnt der ganze Prozess des Elends, ja, dass die Dinge, da sie nun mal nicht so dauerhaft sind, wie wir uns das einbilden, uns zu enttäuschen beginnen und wir frustriert sind und es uns wehtut. Aber es ist sozusagen, wenn man so will, aus buddhistischer Sicht nicht weniger, und ich glaube nur, dass das heute so in der neuen Bewusstseinsforschung etwas besser erklärt wird, nicht weniger natürlich, dass wir naive Realisten sind. Ja? Und es ist unglaublich schwer, dieses Vorurteil zu überwinden. Aus buddhistischer Sicht heißt es, den letzten Schleier, oder den letzten, wenn man so will, so das schemenhafte Vorhandensein des Nyayavarana, dieses Schleiers der Ansichten, den beseitigen wir unmittelbar vor der Erleuchtung. Ja, also bis in sehr, sehr hohe Stufen unserer Entwicklung oder unserer spirituellen Praxis hinein wird ein subtiler Ich-Glaube immer noch vorhanden sein und damit auch ein subtiler Glaube daran, dass es tatsächlich andere Wesen gibt und so weiter. Ich finde, darin steckt eigentlich etwas unglaublich Tröstliches. Manchmal machen wir uns, zumindest diejenigen von uns, die als Buddhisten zu praktizieren fühlen, viel zu große Vorwürfe vielleicht darüber, dass wir nicht so altruistisch sind oder dass wir, wenn wir großzügig sind, dass da doch ein Gedanke ist, bin ich nicht gut, dass ich jetzt so viel gegeben habe? Ich habe heute 10 Euro da reingetan und nicht nur 5 oder was auch immer. Ja, das heißt, wir haben so ein gewisses Gefühl von Stolz oder was auch immer. Boah, ja, ich habe gegeben oder beim, dann wird es möglicherweise, also ich nehme einfach diese Beispiele, weil sie so besonders schön unter die Haut gehen. Gibt es vielleicht einen Spendenappell oder so und sofort fällt mir ein, aber ich habe doch gerade da gespendet und da auch noch gespendet und so weiter oder auf diese Weise gegeben und da gegeben. Und dann kommt gleichzeitig als nächstes das schlechte Gewissen, ich sollte nicht immer so selbstsüchtig sein, also sollte ich, um mich jetzt zu bestrafen, mal nochmal mehr geben oder was auch immer. Ja? Und stattdessen steckt eigentlich so in dieser Analyse, also sowohl, denke ich, der buddhistischen Analyse, wie der neueren, also westlichen Analyse, zunächst mal eine relativ tröstlich nüchterne Aussage. Es ist okay, ja, dass du an mich glaubst, es ist okay, dass du an eine Welt glaubst, versuch das nur allmählich ein bisschen lockerer zu machen und sei dir dessen gewahr, dass das ein langer, 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 langer Prozess ist. Ja? Und der buddhistischen Tradition gemäß, zumindest manchen Traditionen nach, heißt es dann, dass es geht über 3 Asankhya-Kalpas und jedes Asankhya-Kalpa besteht aus so und so viel mal so und so viel 100.000 Jahren oder so weiter. Ja, okay, das müssen wir vielleicht nicht ganz wörtlich nehmen. Also selbst wenn es ein langer Prozess nur in diesem Leben sein sollte, ja, sollten wir, denke ich, zumindest also uns deutlich sein oder uns deutlich machen, dass dieses Gefühl dafür oder dieser Glaube daran, dass wir ein Selbst sind und dass der Glaube daran, dass es eine andere Welt gibt, etwas erstmal ganz, ganz Normales und gar nichts Schlechtes ist. Es ist insofern nichts Schlechtes, weil auch zum Beispiel, ich weiß nicht, für wie viele von euch das gilt, unsere Übung zum Beispiel von Praktiken wie der Metta Bhavana auf diesem Glauben beruht. Ja, als Ziel haben wir möglicherweise die Vorstellung, Metta oder Liebe, liebende Freundlichkeit völlig unbedingt zu entwickeln,
Aber wir fangen damit an, das ist so die traditionelle Erläuterung, auch wenn ihr vielleicht es in anderen Varianten oder so übt. Man fängt zunächst mal davon an, damit an, dass man sich sagt, okay, hier bin ich und ich bin jemand, der möchte glücklich sein, der möchte ein unversehrtes Leben führen und. Und da gibt's andere, die wollen das auch. Ja, also man geht einfach davon aus, hier bin ich und da sind andere. Ja, und zunächst mal versucht man sozusagen auf dieser Ebene, ja, mögen diese verschiedenen Menschen ganz real genommen, so wie sie sind, mögen sie doch glücklich sein. Damit ist schon eine Menge gewonnen, ja, wenn wir zumindest auf einer alltäglichen Ebene mit all unserem Ich-Glauben und so weiter glücklich sein können. Und dann ganz, ganz allmählich beginnt man das weiter und weiter gewissermaßen auszudehnen und allmählich die Grenzen sozusagen zwischen sich selber und anderen aufzulösen. Und das wird bei manchen von uns sehr, sehr lange dauern, bei anderen, wenn wir mal punktuell eine Vorahnung haben, wie das, wie tatsächlich sowas wie universelle Freundlichkeit sein könnte, und die wird dann ganz schnell wieder verloren gehen, zum Beispiel, wenn wieder wir überholt werden oder was auch immer, ja, und so weiter. Und so ist das ein Hin und Her, ja, und aus, wir können uns sagen, ja, auf der einen Seite unsere gesamten, wenn man so will, physiologischen Voraussetzungen bekräftigen eigentlich diese Illusion permanent. Ja? Und es ist ein langer, langer Weg, bis wir darüber kommen. Und es ist überhaupt nicht angebracht, da mit einer falschen Moralisierung sich selber vorzuwerfen oder sich vorwerfen zu lassen, du solltest weniger eigennützig oder altruistischer oder sonst was sein. Damit können wir also uns im Grunde nur das Leben schwer machen. Und unnötig schwer machen. Was natürlich nicht heißt, dass wir auf der anderen Seite glauben sollten, ja, mich gibt es auch tatsächlich. Ja, hier ist wirklich eine Herausforderung, ja, egal ob aus der buddhistischen Sicht oder aus der neueren Sicht, der westlichen Sicht, die sagt, tja, unser Glaube, dass es da ein Ich gibt, ist eine Illusion. Es hat nie ein Selbst gegeben, ja? Aber Mensch zu sein heißt, dem Irrglauben zu erliegen, dass das geschieht. Und offenbar ist es für Menschen möglich, etwas zu tun, dass dieser Irrglaube sozusagen auf eine rein pragmatische Ebene runterkommt und wir ihn nicht für eine absolute Realität halten. Und das ist letztlich, könnte man sagen, das buddhistische Projekt. Irgendwann ein für alle Male kapiert zu haben, ja, dass wir tatsächlich kein Selbst sind und dass es auch tatsächlich niemand anders gibt. Was immer das bedeuten mag. Da gibt es natürlich Praktiken. Und darüber kann ich nur ganz, ganz kurz jetzt was sagen, weil da kommen wir nämlich sehr auf die Ebene des Bewussten, und da ihr ja über das Unbewusste, da ihr hierher gekommen seid, um über das Unbewusste zu hören, kann ich wahrscheinlich mir auch gut erlauben, jetzt über die Praktiken nicht so viel zu sagen. Und darum nur eine ganz, ganz kurze Schilderung. Die Yogacara-Tradition spricht hier von fünf Pfaden. Von fünf Pfaden, die uns helfen, den Nyaya-Varana, den Schleier der Ansichten, und den Klesha-Varana, den Schleier der betrübten oder trüben Emotionen, zu zerstören. Und diese fünf Phasen sind gleichzeitig die Grundlage auch des Systems spiritueller Schulung, das Sangharakshita entwickelt hat, und dem also die, wir hatten nicht FWO, Trivatna-Community, Gemeinschaft, zu folgen versucht. Und ich sage ganz, ganz kurz etwas. Ja? Ich sage die traditionellen Begriffe und die von Sangharakshita sozusagen als Übersetzung gewählten Begriffe oder als, wenn man so will, nicht Übersetzung, eher Übertragung gewählten Begriffe. Ja? Als erstes gibt es den Pfad der Vorbereitung. Und der Pfad der Vorbereitung wird der Tradition nach über etliche tausend Lebzeiten gemacht. Und ich weiß nicht, in der wievielten Hundertsten wir so jeweils sein mögen. Also der Pfad, traditionell gesehen, ist das ein langer, langer Pfad. Und der Pfad der Vorbereitung besteht darin, dass wir Achtsamkeit üben und dass wir
gewissermaßen versuchen, unser Denken und unser äußeres Verhalten zu klären. Insbesondere besteht dieser Vater auf der Ebene unseres direkten Kontaktes mit der Welt, in der Übung von Ethik, ja, was in der buddhistischen Tradition in bestimmten Vorsätzen ausgedrückt wird, und in der Übung von Achtsamkeit. Gewahrsein dafür zu entwickeln und sich immer wieder erinnern, das, was ich da als Realität wahrzunehmen glaube, ist eigentlich nur erfahren. Es ist eigentlich nur erleben. Man macht sich sozusagen gedanklich, obwohl man das erfahrungsmäßig noch nicht wirklich kann, man macht sich gedanklich damit vertraut, dass es so etwas wie ein festes Ich oder so etwas wie Dinge nicht gibt. Man probiert das aus. Und man versucht sich so zu verhalten, als ob es da auch nicht ein Ich gäbe, das man irgendwie retten müsste. Aber man versucht gleichzeitig zu respektieren, dass es andere gibt, die glauben, dass man ihnen helfen müsste, also hilft man ihnen. Ja? Also man versucht ethisch zu handeln, man versucht großzügiger zu sein, und insbesondere die Praxis des Gebens auf allen Ebenen gilt als eine ganz, ganz zentrale Praxis auf dieser Ebene. Weil das Geben gilt deshalb als so wirkungsvoll, weil es uns hilft, allmählich dieses Halten wollen, dieses uns identifizieren wollen, zu untergraben. Ja? Und weil es uns gleichzeitig mit all diesen Gedanken in Verbindung bringt, die wollen doch nur an mein Geld ran, die wollen mich doch nur ausbeuten, da will doch der Guru nur reich sein, oder ich weiß nicht, was auch immer für Gedanken kommen mögen, oder da wird das Geld doch nur verschwendet, der Bettler, der hat es doch sowieso nicht verdient, der soll doch besser arbeiten, und. Ja, all die Gedanken, die wir so haben, die uns davon abhalten, einfach verschwenderisch uns von dem zu lösen, was wir für unser eigenes halten, die lassen sich wunderbar durch die Übung des Gebens auflösen und unterfahren. Also, Pfad der Vorbereitung ist Pfad der Ethik, Pfad der Achtsamkeit und der Klärung, was denn eigentlich im eigenen Leben wichtig ist. Das ganz traditionell, ja, es gibt die Pfade in dem frühesten Buddhismus, es gibt sie im Yogacara, es gibt sie heute, ganz, ganz traditionell. Pfad der Kultivierung ist insbesondere der Pfad der Meditation. Der Pfad, wenn man so will, der allmählichen Klärung und Läuterung des Geistes, der Entwicklung positiver Emotionen, von einer echteren, noch immer selbstbezogen, noch immer mit der Ich-Du- oder Ich-Welt-Spaltung behafteten Emotionalität. Der Pfad von Shamatha oder Samatha ist der Pfad der Meditation im Sinne von Beruhigung, von Friedlichwerden, von Stillwerden, von höhere Stufen weltlichen Bewusstseins erleben, sogenannten Jhanas, die Erfahrungen meditativen Gewahrseins. Das geht nur, zumindest kann man den nur vervollkommen in diesem Pfad, wenn man diesen vervollkommen hat. Aber natürlich fangen wir normalerweise mit diesem Pfad an. Die meisten Leute, die hier ins Zentrum kommen, die wollen irgendwie kultivieren, nicht unbedingt im Sinne von Erleuchtung erlangen, sondern vielleicht ruhiger werden, vielleicht sich entspannen, vielleicht was Neues ausprobieren. Und das ist völlig in Ordnung. Nur werden wir merken, irgendwo kommen wir an Grenzen, wenn wir diesen Pfad nicht zu Ende gebracht haben. Ja? Manche Leute wollen auch hier anfangen, das ist auch in Ordnung, kann man auch tun. Man kommt halt nur nicht sehr weit und muss dann doch irgendwann zurück auf los. Ja, das gehört sozusagen einfach dazu. Ja, aber gerade im Westen denke ich, aber das gab es also auch im Osten traditionell. Wir wollen immer drei Schritte voraus sein und dann fangen wir halt ein bisschen später an und machen eben das, machen uns die Hausaufgaben, die wir bisher nicht erledigt haben, halt danach. Irgendwann müssen wir so machen, sonst kommen wir nicht weiter. Also hier Pfad der Kultivierung, Pfad der Meditation, Pfad der positiven Emotion, wenn man so will, Pfad eines eher schöpferischen Bewusstseins. Hier, denke ich, hat auch hier hat manche Praxis, insbesondere im Fritschen-Sinn,
des Kennenlernens der eigenen psychischen Konditionierung, des Aufarbeitens, des Integrieren von verdrängten und so weiter Aspekten. Hier spielt das eine Riesenrolle. Ja? Wenn ich mit meinen psychischen Problemen, meinen psychischen Verdrängungen, Verspannungen oder was es auch immer, nicht zu Rande gekommen bin, dann komme ich irgendwann nicht weiter. Ja? Das heißt, irgendwann werde ich mich denen stellen müssen und besser stelle ich mich ihnen früher als später. Hier, denke ich, hat manches der so von Jung angeregten Praktiken aktiver Imagination etwa seinen Platz. Weil da geht es um die Möglichkeiten des Ausloten, wenn man so will, der Möglichkeiten der tiefen Psyche. Ja? Dann kommt der Pfad der Schau. Der Pfad der Schau ist ein Pfad des direkten Sehens der Realität. Wahrnehmen der Nicht-Dinge, wie sie sind, wenn man so will. Ja? Das, was traditionell als Vipassana, Einsicht, also direktes Sehen beschrieben wird. Nicht Vipassana in dem gleichen Sinne, wie es häufig als Vipassana-Praktik heute beschrieben wird. Das kann auch dahin führen, nur das, was heute oft als Vipassana-Praktik beschrieben wird, ist zunächst mal eine Achtsamkeitsmeditation, die, wenn man sie sehr, sehr tief weitermacht, hier hinführen kann. Ja, es fängt nicht mit Vipassana im Sinne von Einsicht an, sondern es fängt zunächst mal mit Achtsamkeit an. Es ist also, wenn man so will, Pfad der Vorbereitung, der unter Umständen, wenn man es mit der entsprechenden Intensität und der den anderen Schritten macht, zu Vipassana im Sinne von Einsicht und von tatsächlicher Weisheit führen kann. Auf dieser Ebene wird der Kleshavarana aufgelöst. Der Schleier, wenn man so will, der Emotionen, der betrübten Emotionen. Er wird noch nicht vollständig aufgelöst, aber er wird sozusagen so sehr, wie kann man sagen, so porös, yeah, dass er nicht mehr voll die Wahrheit verdecken kann. Yeah? Wir sind, wenn wir Einsicht hier erlangt haben, wirklich in Kontakt mit Realität. Wir wissen, ja, wir haben sozusagen alte Relikte gewissermaßen hinter uns gelassen, ja, und wir sehen Realität, wie sie ist. Aber es gibt noch eine Menge zu tun. Wir haben nach wie vor eine gewaltige Schubkraft sozusagen unserer vergangenen Neigung. Wir werden immer wieder, über lange, lange Zeit, ja, immer wieder den Impuls merken, ja, zu reagieren und sofort werden, ah, ja, hallo, wieder das, ja, und so weiter. Das heißt, es wird dieser Prozess, Impuls zur Reaktivität und Erkennen, Innehalten, aufmerksam sein, wird viel, viel rascher, wird viel schneller sein, sodass so der Tradition nach wir auf dieser Stufe nicht mehr wirklich auf grobe Weise unheilsam handeln können, obwohl wir noch immer unheilsame Gedanken, unheilsame Gefühle und Empfindungen haben. Wir haben noch der Begehren noch immer und so weiter, aber wir agieren es nicht mehr aus. Und das ist ein langer, langer Pfad, der so in der frühen Tradition als der Pfad von Strom eintritt, bis unmittelbar vor der Erleuchtung geschildert wird. Und erst unmittelbar vor der Erleuchtung wird in diesem Pfad, was auch der Pfad der Bodhisattva-Praktiken ist, das heißt der Praktiken des Handelns zum Wohl anderer, erst unmittelbar vor dem Ende dieses Pfades geht sozusagen der letzte Glaube daran, dass ich es nun bald geschafft habe, oder das ich es nun bald geschafft habe. Ich werde schon ganz, ganz leise gesagt, aber noch einmal gesagt, der letzte Glaube daran geht auch verloren. Ja? Es ist eine wirkliche Einsicht, dass da niemand ist, der jemals nach Buddhaschaft gestrebt hat, noch Buddhaschaft erlangen konnte. Ja? Und dass das auch alles, ja, sozusagen eine Illusion war, dass es auch nichts gibt, was man Buddhismus nennen könnte oder auch nichts, was es nicht wäre. Ja? Und dass das nichts heißt, dass es überhaupt nichts gibt und was auch immer. Ja? Also erst auf dieser höchsten Stufe dieses Pfades der Verwandlung
wird der Nyevarana nach, der Schleier der Ansichten aufgelöst. Und die letzte Stufe des Pfades ist der Pfad des Nicht-mehr-Pfades oder der Pfad des Nicht-mehr-Lernens oder das, was wir als Bruderschaft bezeichnen, das, was wir als Erleuchtung bezeichnen, das, worüber man überhaupt nichts mehr sagen kann, ja, vollständig ein Pfad jeder, ein Pfad jenseits aller Worte. Okay, vielen Dank fürs Zuhören.